alle schon ganz schön dolle vermisst, weil ich mich total drüber freue, was mich total freut und glücklich macht. Nein, ja, um dich geht's auch gleich. Mir ging's eine ganze Zeit lang nicht so gut. Also ich war jetzt nicht krank oder so. Aber warum ich halt keine Videos gedreht habe, war einfach, ja, erkläre ich mal die Situation. Also, ich habe schon urlange den Rhythmus. Ich bin bis 2 Uhr nachts wach und stehe um 13 Uhr wieder auf. So, das habe ich ja schon urlange und damit kam ich auch ganz gut klar. Und dann hatte ich jetzt, ja, vor 2-3 Wochen, also vor, ne, die Zeit, wo ich keine Updates gedreht habe, hatte ich dann irgendwie so eine ganze Woche oder so 4-5 Tage, hatte ich dann so eine Phase, ja, ich bin um 13 Uhr aufgestanden, hab ein bisschen Küche gemacht im Halbschlaf und hab mich wieder hingelegt. Wo ich mir dachte, ja, was stimmt mit dir nicht? Ich war so schlapp, so unmotiviert. Ich hatte zu nichts Lust und zu allem musste ich mich zwingen und alles blöd gewesen. Also ich war so richtig schlapp, unmotiviert. Nee, das war irgendwie, und deswegen, ich konnte mich zu nichts motivieren, habe ich auch so lange keine Updates gedreht. So ist eigentlich an sich auch gar nicht so viel passiert, aber dazu komme ich gleich. Nur damit ihr wisst, warum so lange keine Videos kamen. Ja, es kommt jetzt ein Update zur 33., 34. und 35. Ja, Schwangerschaftswoche. Also, ich habe mir hier ein paar Stichpunkte gemacht. Das eine habe ich ja schon erwähnt, dass ich halt nach dem Aufstehen total schlapp war und mich wieder schlafen gelegt habe. Was mir irgendwie tierisch auf den Sack geht, was ich aber auch schon länger habe, was mal schlimmer und mal besser ist, sind Pickel. Ah, ich hasse sie. 25 Jahre lang hatte ich echt mega selten einen Pickel. Ein Pickel, wenn, dann war es immer nur einer. Und jetzt habe ich hier an den Schultern so vermehrt Pickel. Das heißt vermehrt, aber so 3 Stück sind es schon. Und ich bin einfach ein Fummler. Und wenn ich da nicht rankomme, werde ich wütend, also werde ich echt aggressiv. Ich versuche da mit allen Wegen und Mitteln diesen Pickel da zu beseitigen. Weil letzten Endes muss ich da halt irgendwie eine Creme drauf machen. Und das stört mich einfach, ne? Also wenn man das einfach nicht gewohnt ist, Pickel zu haben und dann hat man auf einmal welche. Es ist ätzend. Ich finde es total schlimm. Ich bin kein Pickeltyp. Hätte ich vorher irgendwie regelmäßig welche, dann könnte man sich ja dran gewöhnen, aber so geht das gar nicht. Aber auch nur hier so Hals-, Schulterbereich. Das sind jetzt nicht total viele. Wie gesagt, so 3 Stück, aber sie gehen mir auf den Keks. So allgemein fällt mir das Umdrehen im Bett total schwer. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Bauch mich total stört, das überhaupt nicht. Aber das Umdrehen an sich, das ist erstmal schmerzhaft. Dann habe ich das Gefühl, als wenn die Organe sich erstmal wieder richten müssen, also als wenn Nilo einmal drauf klatscht und die Organe sich dann wieder verteilen müssen. Es schmerzt halt. Jetzt nicht so extrem, man gewöhnt sich natürlich dran und es hört dann auch nach ein paar Sekunden auf, aber beim Umdrehen tut es halt weh. Und ich bin super froh, dass ich so ein IKEA, wie nennt man das, so Gitterbett habe, wo ich mich halt festhalten kann. Oder ich stütze mich immer so an meinen Freund ab. Das ist natürlich total ätzend, wenn er tief schläft und ich drücke ihn halt weg, damit ich mich umdrehen kann, ist natürlich blöd. Ich versuche mich dann halt immer an den Stangen irgendwie zu wenden. Das ist total dämlich, an diesem Pfannkuchen. Aber es ist halt so. Ja, meine Bett,
Situation ist auch ganz lustig. Ich habe ein großes Kissen, so ein Sofakissen, ganz großes. Dann habe ich mein Stehkissen, zwei ganz normale Kissen, eine Decke und noch eine Decke als Kopfkissen. Also ich liege auf so einem Berg, also ein Berg ringsherum, denn, dass ich die Decke unter meinen Bauch stopfen kann. Das Stehkissen benutze ich irgendwie nicht, nur als Redenfüller, total dämlich. Aber irgendwie brauche ich das nicht so. Also, Prinzessin auf Erbsen. Und mein Freund meint auch, wenn du mir jetzt nur ein Kissen klaust, dann ist aber was los. Ja, der Arme hat nichts mehr im Bett. Ja, dann habe ich ja schon seit längerem mit Wassereinlagerungen zu kämpfen. Was ich total oft nehme, ist halt ganz normaler Brennnesseltee. Dann habe ich das bei meinem Frauenarzt angesprochen und die Arzthelferin sowie auch mein Frauenarzt hat mir dann Bohnenschein-Tee empfohlen. Den habe ich mir bei der Apotheke geholt. Oh Leute, das sieht aus, ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie Sägespäne fürs Meerschweinchen. Ich weiß nicht. Also er sagte, es schmeckt auch nach nichts, man kann ihn gut trinken, aber dann trinke ich lieber Brennnesseltee. Also einen leichten Geschmack hat er. Muss er ja auch irgendwie haben, ne? Aber ich trinke ihn halt jetzt nicht. Und also lieber Brennnesseltee mit Limonengras. Schmeckt super, komme ich gut klar. Was ich auch gelesen habe, sind Wacholderbeeren. Ich habe jetzt gestern erstmal so ein kleines Schnapsgläschen mit Wasser gemacht und die Wacholderbeere da reingemacht, um zu gucken, was überhaupt passiert. Bis jetzt ist, glaube ich, noch nichts passiert. Dann habe ich sie zerdrückt. Ich habe noch nicht wieder reingeguckt, muss ich gucken, muss ich ausprobieren. Meine Füße lagern immer hoch, also wenn ich im Bett liege, weil hier im Wohnzimmer liege ich schon fast gar nicht mehr. Mein Freund ist da immer total böse. Ich will jetzt nicht schon ins Bett. Es ist an die 18 Uhr, ich sage, ich kann hier nicht mehr sitzen. Das Sofa ist so hart, weil ja immer mehr Gewicht dazu kommt. Und dann gehen wir halt immer ins Schlafzimmer, weil da halt die Matratze einfach viel weicher ist. Und ja, Wassereinlagerung, ja, ich lage halt meine Füße hoch mit so einem großen Kissen. Jo. Ja, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich mich vielleicht so ein bisschen schlapp gefühlt habe. Ich hatte auch noch so tausend andere Dinge im Kopf, so Umbaumaßnahmen, die dann irgendwie nach der Geburt gleich irgendwie losgehen. Also nicht gleich, aber fast direkt danach. Und dann habe ich mir natürlich den Kopf gemacht, habe Zeichnungen gemacht, wie wir es haben wollen und alles besprochen mit dem Statiker und tralala und hopsasa. Und da hatte ich einfach den Kopf voll, konnte tagelang auch nicht schlafen, weil ich dann irgendwie bis 5 Uhr morgens irgendwelche Zeichnungen gemacht habe. Und ja, das sind halt so Dinge, die jetzt gerade auch in meinem Kopf rumschwirren, aber die ich jetzt einfach abhake, weil mit dem Statiker haben wir jetzt alles geklärt. Er muss uns dann einfach noch eine Zeichnung machen. Er hat von mir die Zeichnung gekriegt. Und ja. Dann kommt der Statiker und bequatscht mit uns dann nochmal alles und ich will mal gucken, wie er das einfach einzeichnet, wie groß die Räume sein können und tralala, wenn wir alles umbauen. Aber dazu komme ich später, wenn es vielleicht mal losgeht. Ich habe gesagt, ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf die Geburt und ja, das war es jetzt dazu. Zum Geburtsvorbereitungskurs mache ich hier ein separates Video. Hatte ich ja schon zwei. Ja, was ich so in meinen Kalender noch eingetragen habe, war, dass vom 1. auf den 2. Februar mir die Magensäure um 7 Uhr morgens echt bis hier stand. Es war ein bisschen unangenehm, dann war ich irgendwie auch wach. Ich habe jetzt keine Renni oder so genommen, weil es echt einmalig war, dass irgendwie die Säure bis da stand und ja, dann schluckt man einfach runter und dann war es gut. Ja.
Ja, dann war das mal irgendwie am 6. Februar so, dass Nilo mich so dolle getreten hat in der Nacht, dass ich echt Pipi in den Augen hatte, ne? Der hat so dolle getreten. Boah, habe ich mir gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein. Also das war so eine Nacht, wo ich dachte, puh, ja, das war heftig. Und am 8. Februar habe ich aufgeschrieben, dass ich alle 5 bis 3 Minuten an der rechten Seite, also an der Leiste, hatte ich Schmerzen. Also die waren schon regelmäßig. Und die habe ich dann halt quasi immer aufgezeichnet, also auf die Uhr geguckt, und es waren irgendwie alle 5 bis 3 Minuten. Und jetzt, dann fragt man sich so, sind sie Senkvenen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, generell kommt es jetzt auch so häufiger vor, dass wenn ich irgendwie unterwegs bin oder generell auch zu Hause, dass auf einmal Nilo so dolle tritt, dass ich echt aufschreie, ah! Ne, weil es dann echt so teilweise weh tut, du erschreckst dich und es tut weh, weil er einfach schon so kräftig ist. Ja. Und er wird auch immer aktiver. Also eigentlich sag mal, zum Schluss werden die ruhiger, aber also ja, das wird heftig. Mit dem Gewicht, mein Gewicht steigt immer noch an. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 16 Kilo, die ich zugenommen habe. Und mein Bauch, den zeige ich euch jetzt. Ich habe auch ein Maßband. Oh Leute, ich habe hier gerade schon wieder so Schmerzen. Mann, oh. Also ich zeige euch erstmal den Bauch. So, das ist meine Kugel. Einmal von der Seite. Von vorne. Von der anderen Seite. Oh, ich habe hier gerade die Schmerzen. Oh Mann, ich glaube, das sind echt schon Senkvenen. So, jetzt erschreckt euch nicht. Du, 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 du. So. Das ist einmal meine Kugel. Die muss ja auf Zehenspitzen. Von der Seite. Von vorne. Mein Ploppnabel. Und von der anderen Seite. So, jetzt messe ich mal. Das war einmal schon wieder so krass. Ich habe gemessen, da war er 111. Ich messe ja immer morgens und abends. Jetzt nicht mehr jeden Tag, aber 111. Und ein paar Tage später, wo ich so richtig heftige Schmerzen hier unten hatte, war er dann auf einmal auf 115 oder 116 sogar. Wo ich mir dachte, ja, dann ist es ja auch klar, warum ich solche Schmerzen habe. So. Alles gerade. Geht so, ne? Ja, seht ihr, ist es schon wieder anders. Auch der Bauch, ey, der macht auch, was er will. Jetzt sind wir bei 100. Mann, 114. 113, 114 so. Und gestern war er zum Beispiel auf 116. Och Mann, oh. Ich creme ihn jetzt auch schon wieder nur mit Biöl ein. Da werden einfach die Streifen einfach ruckzuck wieder ein bisschen heller, ne? Also dann fühlt man sich einfach besser. Ich weiß nicht, warum der Bauch so schwankt. Ich messe immer zu den gleichen Zeiten morgens und abends. Mal ist er mal auf 116. Das war aber abends gestern. Hier muss ich heute Abend mal messen. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Jetzt habt ihr meine Kugel wieder gesehen. Jetzt habe ich wieder einige glücklich gemacht. Wie gesagt, heute habe ich jetzt gerade schon wieder so Schmerzen. Gestern hatte ich Geburtsvorbereitungskurs. Boah, Leute. Erstmal war er so doll am Treten, der Kleine. Immer so linke Seite und das tat jedes Mal weh. Ich habe echt gedacht, der buddelt sich da echt einen Tunnel, ne?
Das tat richtig wie jedes Mal. Und er war so aktiv gestern. Und er hat die generell auf der linken Seite halt so ein Ziehen wie heute auch. Und den ganzen Tag. Und ich bin echt. Dann waren wir vor dem Geburtsvorbereitungskurs noch einkaufen. Und ich bin da so lang gegangen wie eine typische Schwangere. Ne? Richtig schön langsam. Und dann noch Geburtsvorbereitungs. Oh ja, genau. Musste ich wieder melden. Dann auch immer so direkt schon unter der Brust, dass er da tritt. Also es wird, ja. Es wird ganz schön spannend, wie groß er dann am Ende ist. Jetzt Donnerstag gehe ich jetzt zum Frauenarzt und da werde ich genau erfahren. Ja, wie gesagt, ich habe einfach jetzt schon wieder linke Seite ziehen. Ständig. Das hört jetzt gerade gar nicht mehr auf. Mal gucken. Sind das Senkwehen? Die meisten haben schon alle Kinder. Na, ihr könnt mir das besser beantworten. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch mal ganz herzlich für die neuen Abonnenten bedanken. Fühlt euch ganz lieb gedrückt und begrüßt. Ich weiß auch, dass einige ja, Bekannte von mir meine Videos gucken. Die fühlen sich auch mal ganz lieb gedrückt. Und ja, das war's von mir. Das war mein Update. Donnerstag komme ich jetzt schon in die 36. Schwangerschaftswoche. Und das Süße war, mein Freund hat heute das Auto zum TÜV gebracht. Und seine Mutter ist mit ihm nach Hause gefahren. Ich habe halt geschlafen. Hat er mir eben gerade nur so am Frühstückstisch erzählt. Und dann fragt ihn seine Mutter, und? Bist schon aufgeregt? Sagte mein Freund. Ja, mir geht ganz schön der Stift, sagt er. Ja, ist ganz niedlich. Also der ist immer total vorsichtig und total ängstlich und freut sich aber auch total. Und ja, aber langsam geht ihm echt die Pumpe, ne? Mir eigentlich so noch nicht. Bloß ich merke jetzt einfach, dass es zum Ende hinkommt, ne? Also dass jetzt so vielleicht die Senkwehen jetzt anfangen und ja. Ich bin mal gespannt, was Donnerstag der Arzt sagt. Und ich halte euch auf den Laufenden. Fühlt euch gedrückt. Ciao, ciao.